Meine Damen und Herren, ich möchte mich in aller Aufrichtigkeit im Namen der Stadt Hamburg und aller Hamburgerinnen und Hamburger entschuldigen, dass wir Ihnen diesen Mann gesendet haben, Olaf Scholz, der derzeit so ein bisschen Amok läuft, hat man das Gefühl. Schauen Sie mal, wie fromm der schauen kann, gell? Der guckt da so ganz brav, als Papst wäre das eine Spitzenbesetzung, der Olaf Scholz. Ja? Aber er ist nicht Papst, sondern Finanzminister. Und jetzt hat der Olaf geniale Ideen, zum Beispiel mit dieser Reform der Einkommensteuerregelung. Es sollen Aktienkäufe besteuert werden. Man kann nur noch Verlustbeträge von 10.000 Euro pro Jahr gegenrechnen. Das wird vielen den Garaus machen, wird auch letztendlich dazu führen, dass die Umsätze, die aus dieser Steuer eigentlich kommen sollen, faktisch viel weniger hoch sind, als man sich das vorstellt. Aber der allergrößte Witz ist, dass man damit die Grundrente finanzieren will, die neu eingeführt werden soll. Nun wäre es vielleicht besser, wenn die Leute Aktien hätten und damit ihre Grundrente sichern, statt jetzt praktisch den Aktienhandel mehr oder weniger zu töten, gleichzeitig dann aber die Privatanleger zu treffen und nicht die großen Player, die teilweise mit Hochfrequenzhandel sowieso in einer anderen Liga spielen. Also das ist schon sehr, sehr, sehr merkwürdig, was da passiert. Man will also sozusagen so eine Art Umverteilung. Nicht die Leute selber sollen irgendwie schauen, dass sie da das Potenzial entwickeln, vorzusorgen für ihr Alter, sondern das gibt der Staat dann in Form einer wahrscheinlich sehr mickrigen Grundrente. Und das alles ist die Idee von Olaf Scholz, Scholzomat, der mir in Altona, wo ich eine Zeit lang gewohnt habe, öfter beim Joggen begegnet ist. Hätte ich gewusst, was der Mann später macht, dann wäre mir da vielleicht ein langes Bein ausgerutscht. Aber heute wollte ich Sie darauf hinweisen, dass heute wieder Inside Markets an der Reihe ist. Und da geht es um Olaf Scholz, geht es also um unseren Exportschlager aus Hamburg. Es geht um diese Einkommensteuerregelung. Es geht vor allem um die Finanztransaktionssteuer, die Scholz durchsetzen will. Und da ist Jessica Schwarzer zu Gast bei Manuel Koch. Und Sissi Heidmanek, ein Hingucker, meine Damen und Herren, schauen Sie sich das an. Es ist wirklich eigentlich ein ziemlicher Skandal. Und dieser Skandal wird hier thematisiert. Ich wünsche jetzt erstmal ein schönes Wochenende und sage Servus und Ciao. Und sorry, es tut uns echt leid. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Es reicht, Aktionäre sollen die Grundrente finanzieren. Ein Unding, sagt unser Gast Jessica Schwarzer, Finanzjournalistin und Buchautorin. Und damit herzlich willkommen zu Inside Markets hier von der Frankfurter Börse. Sissi Heidmanek und ich werden heute mit Jessica Schwarzer über die Finanztransaktionssteuer sprechen. Klingt erstmal nicht so sexy, ist aber ein wichtiges Thema. Und dieser Mann hier, nämlich Olaf Scholz, Finanzminister, spielt da eine wichtige Rolle. Welche Gefühle hast du, wenn du hier Olaf Scholz siehst? Keine so besonders positiven, ehrlich gesagt. Ich bin eigentlich auch ziemlich sauer, was da läuft gegen die Aktionäre. Und davon haben wir ja sowieso so wenige in Deutschland. Das ist schon eigentlich eine Frechheit. Wir sollen die Grundrente mitfinanzieren als Aktionäre. Und damit werden unsere Renditen geringer, die wir ja auch brauchen für die Altersvorsorge. Und der deutsche Staat hat letztes Jahr 19 Milliarden plus praktisch nochmal wieder gemacht, Überschuss. Und dann braucht man aber trotzdem das Geld bei den Aktionären, muss man rausziehen, um dann so ein politisches Projekt zu finanzieren? Ja, man kann es einfach nicht verstehen, richtig. Und es ist so eine Art Jagd fast schon auf Aktionäre. Olaf Scholz brüstet sich ja auch gerne damit, dass er sein Geld auf dem Sparbuch hat und mit Aktien und Börse nicht viel anfangen kann. Schön, er wird eine fette Pension kriegen später. Das geht uns anderen aber leider nicht so. Und wer vernünftig fürs Alter vorsorgen will, der kommt ja an Aktien überhaupt nicht vorbei. Und dass das aber jetzt dieses ganze Thema Grundrente, wovon man halten kann, was man will, ich bin da auch nicht dagegen, dass man das macht, aber dass das auf dem Rücken der Aktionäre ausgetragen wird, und vor allen Dingen auf dem Rücken derer, die langfristig eben wirklich mit Aktien vorsorgen und nicht, wie ursprünglich mal geplant, auf dem Rücken der Zocker, ja, eine Frechheit. Jessica, du hast es eben schon angesprochen, das Problem ist ja eigentlich schon älter. In Deutschland ist Aktienkultur irgendein Begriff, den man gar nicht so richtig kennt. Also USA schaffen das, Japan, Niederlande. Was ist das Problem hier? Also erstmal, glaube ich, sind die Deutschen einfach sehr konservative Anleger. Dann haben wir ja leider dieses Beispiel T-Aktie. Da haben sich mal ganz viele an die Börse getraut und wir kennen die Geschichte alle. Das ist ja leider nicht so gut gelaufen, wie viele sich das erhofft hatten. Und ja, es haben viele einfach Angst vor Verlusten, Angst vor Schwankungen. Und ich habe auch mal das Gefühl, dass viele Privatanleger, Sparer muss man ja ehrlicherweise sagen, die Schwankungen an der Börse immer nur mit Verlusten gleichsetzen. Dass so ein Aktienkurs ja auch nach oben schwankt, also Gewinne uns liefert, das wird ganz oft verdrängt.
Aber die Politik könnte doch was tun und die tut ja alles andere als das seit Jahren. Ja, das ist leider so. Also die Politik ist auch irgendwie gegen Aktien und tut gar nichts für die deutsche Aktienkultur. Ich würde mir wünschen, dass sich das mal ändert. Mit dieser Bundesregierung wird das schwierig, zumindest mit einem Finanzminister Olaf Scholz. In der Union regen sich ja Stimmen, die eigentlich gegen die Aktiensteuer sind. Und wir haben ja mit Friedrich Merz, vielleicht wird er ja sogar Kanzlerkandidat, auch wenn ich das nicht wirklich glaube, aber da gibt es ja wenigstens mal einen Fürsprecher für die Aktie. Wie gefährlich ist das, was jetzt geplant ist, überhaupt für die Altersvorsorge? Wir haben ja schon ein großes Problem mit diesen niedrigen Zinsen. Naja, das schreckt natürlich für den einen oder anderen ab. Klar, wir reden eigentlich von 0,2% pro Trade halt, Transaktionssteuer. Es gibt Gerücht, das könnten vielleicht sogar 0,5 sein. Das habe ich aber wirklich auch nur als Gerücht gelesen. Das minimiert ein bisschen die Rendite, klar. Und vor allen Dingen, wenn wir unsere Depots öfter mal umschichten oder Rebalancing machen, also sprich einmal im Jahr gucken, sind die Aktien und Anleihequoten noch so, wie man sie will, und dann ein bisschen handelt, dann geht das ganz schön auf die Rendite. Kannst du uns noch mal genau sagen, was da auf Anleger wirklich zukommt? Also 0,2% bei jedem Trade oder wie wäre das dann? Genau, das ist quasi die Strafsteuer, die ich dann zahle. Und das Problem ist, dass ich das nicht nur zahle, wenn ich jetzt eine Einzelaktie kaufe oder selber aktiv werde, sondern auch, wenn die Fondsmanager Fonds umschichten. In Altersvorsorgeprodukten ist ja teilweise auch in den Versicherungsprodukten auch eine kleine Aktienquote drin. Also das schlägt ständig zu. Das heißt, die Rendite generell wäre dann deutlich geringer? Das ist so. Und es gibt es ist so eine Art Gutachten von zwei Professoren, die das mal durchgerechnet haben. Und wenn du dein Depot pro Jahr ungefähr um ein Drittel umschichtest, das machen aktivere Anleger ja durchaus, dann können das bis zu 1,5% Rendite sein, die aufgrund eben dieser Strafsteuer nicht auf deinem Depot landen. Gleich geht's weiter im zweiten Teil mit unserem Interview mit Jessica Schwarzer um die Finanztransaktionssteuer, aber erst einmal der Veranstaltungshinweis. Wenn ihr euer Trading-Wissen vertiefen wollt, dann schaut doch mal auf die kostenlosen Börsenseminare der Tradinghouse Börsenakademie. In vielen Städten sind die Kollegen die Experten unterwegs und beantworten eure Fragen. Zum Beispiel am 25.01. in München und dann geht's weiter nach Hamburg, Köln, Berlin, Stuttgart, Düsseldorf und so weiter. Und wenn ihr da mitmachen wollt, müsst ihr einfach auf die Anmeldung gehen und bekommt die Tipps und Tricks der Kollegen mit an die Hand. Die kann man dieser Tage sicher gut gebrauchen. Jessica, wir müssen noch mal drauf schauen, was das eigentlich kosten könnte, diese Finanztransaktionssteuer, wenn man das auf einen längeren Zeitraum sieht. Das haben nämlich Studien auch schon errechnet. Also bei 0,2%, was wenig klingt, sind es nach 40 Jahren. Und wer langfristig spart, der spart eben auch mal 40 Jahre bis zu knapp 8%. Für 25 Jahre bis zu 12,2% und für 10 Jahre bis zu 5,3%. Ein bisschen viel. Ja, das ist allerdings ein bisschen viel. Es wird nicht umsonst von einer Strafsteuer gesprochen und das ist natürlich einfach nicht gut für die Rendite, klar. Was mich total irritiert, ist diese Strafsteuer, in Anführungsstrichen, die werden ja auch deutsche Unternehmen zahlen. Denn wenn ein Unternehmen gekauft wird, was hierzulande ansässig ist, von einem Drittland, wird es so sein, dass derjenige diese Steuer nicht zahlen muss. Werden uns nicht hier viele, viele Bewegungen an der Börse entgehen dadurch? Ja, also ich befürchte auch, dass viele sich vielleicht der Börse noch weiter, noch mehr fernhalten werden und dass das viele abschrecken wird. Und es ist einfach ungerecht, wie diese Steuer jetzt aufgesetzt wird. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen gerade Länder wie Großbritannien könnten ja dadurch gut zulegen. Ja, klar. Also es ist wirklich so, dass wir da im Nachteil sind durch diese Steuer. Und man merkt ja auch, auf welche Werte überhaupt diese Steuer anfallen soll, nämlich auf börsennotierte deutsche Konzerne, die mehr als 1 Milliarde Euro schwer sind an der Börse. Das heißt, es sind die Dickschiffe, das sind die ganz großen Konzerne und es sind gar nicht unbedingt die kleinen, die Nebenwerte, wo man vielleicht eher die Zocker vermutet, die in den Werten unterwegs sind. Und eigentlich ist das Ganze wirklich mal als Spekulationssteuer gestartet gegen die heftigen Spekulanten, die eben auch damals in der Finanzkrise für ordentlich Ärger gesorgt haben. Sprechen wir es klar aus, also DAX, MDAX, sogar im SDAX sind es die allermeisten und im TechDAX fast alle. Was bleibt noch? Ja, da bleibt noch ein bisschen was im Freiverkehr und so weiter. Aber klar, es gibt noch ein paar kleinere Werte, aber es ist einfach, es sind nicht die Finanzprodukte eigentlich, mit denen man zockt und spekuliert, sondern es sind eigentlich, es ist die deutsche Wirtschaft, die da getroffen wird. Wenn wir jetzt mal schauen,
Aktien jetzt aber nicht zu kaufen, ist ja auch keine Lösung. Nee, das darf auf keinen Fall die Lösung sein, weil selbst mit den Renditeabschlägen, die Sissi jetzt genannt hat, selbst damit werden ja Aktien immer noch eine sehr, sehr gute Anlageklasse sein. Und sie sind eben langfristig wirklich die beste, renditestärkste Anlageklasse. Und wir brauchen einfach Rendite für unsere Altersvorsorge, weil die gesetzliche Rente reicht sowieso nicht aus. Und viele Altersvorsorgeprodukte, die wir früher für gut erachtet haben, Lebensversicherungen, private Rentenversicherungen, die sichern natürlich immer noch mein Langlebigkeitsrisiko ab, aber mit Mini-Renditen. Also irgendwo muss ein bisschen Rendite herkommen und da führt kein Weg an der Aktie vorbei. Gibt es denn noch irgendwelche anderen Finanzprodukte, die du empfehlen würdest, die man sich ins Depot legen muss? Naja, ich bin einfach ein großer Fan von Aktien. Das ist immer bei mir der größte Anteil, den ich selber auch habe am Depot, aber ich bin auch dafür, ein paar Anleihen beizumischen. Das Ganze bitte immer breit gestreut über Fonds oder ETFs und nicht unbedingt über Einzelwerte, weil ich das für Privatanleger schwierig finde. Jessica, für wie wahrscheinlich hältst du tatsächlich diese Steuer, dass sie kommt? Also hier sieht sie ungewiss eigentlich aus und auf EU-Ebene wird sie wahrscheinlich nur dann funktionieren, wenn Länder dabei sind, denen es eigentlich egal ist, weil die so kleine Unternehmen am Markt haben, dass es für sie unerheblich ist. Wird es auf nationaler Ebene aber wahrscheinlicher, dass man uns die in erster Linie aufdrückt? Ja, das ist eine spannende Frage. Es sieht fast so aus, als ob Herr Scholz relativ bockig ist und an seiner Steuer festhält. Er will sie unbedingt. Aus der EU hat er ja einigen Gegenwind bekommen. Es sollen jetzt in den nächsten Tagen, Wochen der Gesetzentwurf, der konkrete, mal vorliegen. Dann wissen wir mehr. Ja, mal gucken, was da dann genau drin steht. Also wir arbeiten weiter an der Aktienkultur. Ja. Ja, und das wird sicher nicht dazu beitragen. Danke dir, Jessica Schwarzer, dass du da warst. Sissi Heidmanek und ja, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und einen Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.